Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern ging endlich Season 3 an den Start. Heute habe ich alle Patch Notes für euch. Es sind richtig viele interessante Änderungen an Legenden, an Waffen und allgemeinen kleineren Sachen dabei, die ich euch jetzt erzählen möchte. Ich fange direkt mal mit einem Perk an, der sehr interessant ist. Ihr kennt die Goldrüstung, die hatte den Henker-Perk. Wenn ihr einen Gegner gefinisht habt, erfolgreich, habt ihr komplette Schildregeneration dazu bekommen. Diesen Perk hat jetzt jede Rüstung. Das heißt, wenn ihr mit einer weißen Rüstung, die runtergeballert ist, einen Finisher ausführt erfolgreich, bekommt ihr ab da schon volles Schild, damit es sich auch mal lohnt, einen Finisher zu machen. Finde ich keine schlechte Änderung. Dafür hat die goldene Rüstung ein paar andere Perks dazu bekommen. Dazu aber später mehr. Chronologisch. Ich möchte jetzt mal über die Legenden sprechen, was da alles sich geändert hat. Und das ist echt eine Menge. Gibraltar, fangen wir mit dem mal an. Der wurde ja schon ganz, ganz oft gebufft. Jetzt kommt noch ein bisschen was dazu. Ihr könnt sein Schild 60% jetzt weiter werfen. Ich lese das natürlich hier ein bisschen ab. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Wenn ihr in seinem Schild steht, könnt ihr euch um 25% schneller heilen. Und die Abklingzeit vom Schild wurde von 20 auf 30 Sekunden erhöht. Kommen wir zu seiner ultimativen Fähigkeit. Die wurde von 4,5 Minuten auf 3 Minuten verringert, also die Abklingzeit. Ihr könnt quasi jetzt innerhalb von 3 Minuten den Ulti wieder raushauen. Der Schaden, also beziehungsweise der Schadensoutput, beziehungsweise die Animation von dem Gesamten dauert jetzt nicht mehr 8, sondern 6 Sekunden. Das heißt, der Airstrike ist innerhalb von 6 Sekunden Geschichte. Und die Wurfreichweite des Ultis wurde um 36% erhöht. Jetzt hätte ich fast die wichtigste Information mitunter fast vergessen. Vor ein paar Tagen habe ich ja informiert, dass ich die Vermutung habe, dass der Kings Canyon aus dem Spiel fliegt. Ich habe tatsächlich recht gehabt und dieses habe ich vorher nirgendwo gelesen, war tatsächlich nur eine Vermutung von mir. Wann der Kings Canyon zurückkommt, steht noch nicht fest. Er kommt auf jeden Fall zurück, so viel habe ich schon gelesen. Wenn ich das auch richtig rausgelesen habe, wird der ein bisschen überarbeitet. Wie das natürlich alles aussehen soll, steht bis jetzt auch noch nicht fest. Sollte es da Informationen geben, seht ihr das natürlich auch auf meinem Kanal. Jetzt geht's mit den Patch Notes weiter. Kommen wir zum Bloodhound. Der Scan, die Animation wird jetzt um 33% verringert. Also ihr pingt bzw. scannt die Gegner deutlich schneller und ihr bekommt ein akustisches Feedback jetzt, wie viele Gegner ihr angepingt habt durch den Scan, was eine geile Sache ist. Die ultimative Fähigkeit, die Animation wurde jetzt auch um 30% verringert und ihr könnt euch in der ultimativen Fähigkeit statt 25% 30% schneller bewegen. Ich habe auf einer anderen Seite gestern schon mal gelesen, dass wohl der Ulti auch länger dauert. Das habe ich jetzt aber nicht nochmal finden können. Also dazu kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob der Ulti länger hält. So, kommen wir doch mal zur Bangalore. Der Ulti haut jetzt ein bisschen mehr Schaden raus. Der Ulti macht ja nicht so mega viel Damage wie der vom Gibraltar. Der Schaden wurde jetzt von 20 auf 40 erhöht. Pathfinder. Die Enterhaken-Geschwindigkeit wurde um 33% reduziert. Das Feedback, bis der Haken in eine Wand eintrifft, wurde um nicht eine ganze Sekunde als Feedback verringert. Das heißt, der Grappling Hook fühlt sich jetzt ein bisschen anders an. Das Schwingen und das Verhalten, wie das alles funktioniert, das ist gleich geblieben. Und die Zipline dauert jetzt 2 Minuten Abklingzeit. Waren vorher 90 Sekunden, sind jetzt 120 Sekunden. So, einmal Seite gedreht. Das war es soweit von den Legenden. Jetzt kommen wir zu den Hop-Ups, zu den Aufsätzen. Und zwar, die meisten von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, die Disruptor Rounds für die Alternator und die RE45 sind aus dem Spiel komplett geflogen. Der Skullpiercer, also der Schädelspalter für die Longbow und die Wingman wurde ebenfalls komplett aus dem Spiel entfernt. Keine schlechte Sache. Es gibt aber ein paar Änderungen an der Wingman und der Longbow, die den Skullpiercer so ein bisschen ersetzen. Und zwar hattet ihr vorher einen Headshot-Basisschaden bei der Wingman von 2,0. Mit dem Hop-Up war es ein Multiplikator von 2,25. Ohne den Hop-Up in Season 3 ist es jetzt ein Multiplikator von 2,15. Also dadurch, dass der rausgenommen wurde, der Hop-Up, wurde der Headshot-Schaden ein bisschen erhöht. Bei der Longbow ist es genauso, der Grundschaden war bei 2,0 auf Headshots, mit dem Hop-Up waren es 2,5, ohne den in Season 3 sind es jetzt 2,15. So, dann haben wir zwei neue Hop-Ups dazu bekommen. Einmal der Amboss-Aufsatz für die Flatline und die 301.
funktioniert aber nur im halbautomatischen Modus. Für alle, die das noch nicht wissen, davon gibt es wahrscheinlich noch welche. Ihr könnt die R301 und die Flatline auf Einzelfeuermodus stellen. Was macht der Hop-Up? Der Schaden, der Einzelschussschaden ist stark erhöht, Feuerrate im Gegenzug aber etwas erhöht. Und was noch? Achso, verbraucht doppelte Munition, was aber nicht so dramatisch ist. Man findet von der leichten und der Schwere einfach genug Munition. So, und dann gibt es den zweiten Aufsatz, der Double Tap. Ist für die IWA 8 und für die G7, haut bei beiden Waffen so ein Doppelschuss kurz nacheinander raus. Ich habe es gestern mal getestet, ich habe beide Hop-Ups getestet, die sind echt nicht schlecht, aber ich finde gerade bei der G7, auf der IWA 8 habe ich es nicht testen können, aber auf der G7 ist es gar nicht so leicht, auch beide Schüsse auch platziert zu treffen. So, dann gibt es noch eine Änderung an dem ultimativen Beschleuniger. Den findet man jetzt um 40% weniger auf der Map. Dafür, wenn ihr einen findet, erhöht er euren Ulti statt 20% auf 35%. Also ihr habt dann 35% mehr Aufladung auf euren Ulti. Abgesehen vom Watson, wenn die den einsetzt, hat sie gleich 100%. Das wisst ihr sicherlich. Änderung am goldenen Rucksack. Wenn ihr jetzt einen goldenen Rucksack habt und Teammates revived, dann bekommt er jetzt zusätzlich Bonusheilung und Bonus-Schild vorausgesetzt. Er hat ein Schild, finde ich eine absolut interessante Fähigkeit. Die goldene Rüstung kann jetzt im Allgemeinen alle Items zu 50% schneller benutzen. Das heißt, ihr benutzt den ultimativen Beschleuniger 50% schneller, ihr benutzt Heilung, Schild und so weiter 50% schneller. Absolut interessante Sache. Also wenn ihr einen goldenen Rucksack und eine goldene Rüstung habt, da könnt ihr ordentlich die Leute stressen. So, jetzt habe ich eine Menge Änderungen an einigen Waffen und ich weiß jetzt schon, dass es viele mega nerven wird. Die R99, die ist eigentlich am stärksten betroffen. Da gibt es jetzt ein Zufallsrückstoßverhalten, damit man den Rückstoß nicht mehr so extrem vorhersehen kann. Ihr kennt das, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, wenn ihr vor einer Wand steht und die Waffe ohne Rückstoßkontrolle abfeuert, ist das immer dasselbe Muster, was ihr an die Wand sprüht mit den Kugeln. Das wurde jetzt verändert, bei der Prowler übrigens genauso, das nehme ich schon mal vorweg. Die Magazingrößen von der R99 wurde verringert, das wird die meisten am meisten aufregen. Grundmagazin waren 18, bleibt 18, das weiße Magazin wurde von 22 auf 20 reduziert, das blaue von 26 auf 23 und das lila Magazin von 30 auf 27 reduziert. Also könnte schon eine richtig krasse Veränderung für die R99 sein. Die Longbow, die Feuergeschwindigkeit wird von 1,6 Kugeln pro Sekunde auf 1,3 Sekunden reduziert. Finde ich sehr gut, wurde zu Season 2 erst geändert, von glaube ich 1,3 auf 1,6, wurde jetzt wieder zurückgepatcht und der Beinschussschaden wurde von 0,9 auf 0,8 Schaden zurück, also runtergepatcht. Die G7, Alter, die G7, ich finde die im Einzelfeuermodus, das ist einer der stärksten Waffen überhaupt. Der Grundschaden wurde erhöht von 30 auf 34, also ihr braucht jetzt maximal 3 Schuss, wenn ihr richtig trefft, um den Gegner zu downen, wenn der kein Schild hat. Absolut krasse Veränderung, mit dem Double Tap Pop-Up wird es bestimmt richtig finster, wenn ihr trefft. Der Hemlock-Grundschaden wurde von 18 auf 22 erhöht. Dafür wurde aber in beiden Feuermodi, in dem Burst-Modus und dem Einzelschuss-Modus, die Feuerrate etwas reduziert. Endlich haben wir einen Mosambik-Buff. Interessiert wahrscheinlich aber trotzdem keine Sau. Der Rückstoß wurde stark verringert, beziehungsweise das Rückstoßverhalten verzieht extrem nach oben. Das sollte jetzt verringert sein, sodass ihr schneller wieder auf den Gegner aimen könnt und den wegrotzen könnt. So, was haben wir noch? Die Elster. Der Rückstoß wurde auch stark verringert, wird geschrieben. Hat jetzt ein Goldvisier, dieses Einfach-Goldvisier, dieses Tracker-Visier, wo ihr die Gegner rot durch Rauch sehen könnt. Finde ich cool. Dafür wurde aber der Grundschaden von 21 auf 19 reduziert. Jetzt kommen wir noch zur Elfmeter-Strafe. Also, ihr kennt es, ihr sollt in Season 2 mit dem Ranked-Modus sollte ja die Strafe eingeführt werden, wenn ihr ein Match verlasst. Diese Strafen gelten laut der Seite, die ich hier habe, auch für die normalen Spielmodis, wenn ihr mit Randoms spielt. Also ich weiß nicht, ob es auch zählt, wenn ihr mit euren Teammates spielt. Auf jeden Fall gilt das nicht nur für den Rank. Das heißt, wenn ihr ein Spiel verlasst
obwohl ihr noch wiederbelebt werden könnt oder sogar im Auswahlbildschirm eures Charakters seid. Ihr seht die drei Leute schon, seid mit Randoms unterwegs, könnt euch eure Legende aussuchen. Wenn ihr dort schon quittet, könnt ihr eine Strafe von 5 Minuten anfänglich bekommen und diese Strafe kann sich ausweiten, wenn ihr das zu oft macht. Oft macht bis eine Woche. Könnt ihr keinem Spiel mehr beitreten. Also ich rate jedem nur, hört auf zu quitten. Ihr bestraft euch nur selber. Ist dumm. Ich dachte, es nur für den Ranked-Modus, sollte anfänglich auch nur für den Ranked-Modus sein. Soll wohl jetzt laut der Seite auch in dem Normal-Modus sein. Was ich jetzt in den Patch-Notes auf dieser offiziellen Seite nicht gefunden habe, was ich aber gestern schon gehört habe, dass bei beiden oder bei allen Schrotflinten soll die Streuung erhöht worden sein, sodass die Hits besser connecten. Das habe ich jetzt leider in den Patch-Notes nicht finden können. Das war es von sämtlichen Patch-Notes, die ich gefunden habe. Hat der ein oder andere vielleicht noch irgendwas, was ich nicht mit dazu gepackt habe? Schreibt es in die Kommentare. Es gibt natürlich auch wieder einen ellenlangen Text an Bugfixes, Quality of Life-Änderungen, die nicht so interessant sind. Die habe ich jetzt hier rausgelassen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Es wird voraussichtlich heute Abend noch ein neues Video über den Inhalt des Battle Passes geben. Das war es jetzt von mir. Lasst einen Daumen für dieses Video, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Informationsvideos zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag, einen schönen Feiertag morgen. Das war's von mir. Ciao.